Hallo, meine lieben Kinoblogger und Filmfans da draußen. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Und nein, heute geht's mal nicht um einen Film, sondern es dreht sich mal wieder um ein Bild, das ich aufs Papier gebracht habe. Ja, man kann es ja bereits im Titel sehen, um welches Motiv es sich handelt. Und ja, ich facke gar nicht lang und wir legen nach dem Intro doch gleich mal los. Viel Spaß!
da bin ich auch schon wieder zurück. Und was sagt ihr zu dem Ergebnis? Also dafür, dass ich jetzt außer dem letzten Special-Video jetzt lange nichts gemacht habe, bin ich doch eigentlich ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Darf man sich auch gerne nochmal auf die Schulter klopfen. Wie gesagt, man sieht es ja, ich habe mir gedacht, passend zum Video trägst du Deadpool heute gleich mal am Leibe. Und ja, wie gesagt, ich bin durchaus zufrieden mit dem Ergebnis. War auch echt ein ganz schöner Akt. Also wer es wissen möchte, ich habe mit Zeichnen, Videoschnitt, Bearbeitung etc. knapp 6,5-7 Stunden gebraucht. Und wenn ich überlege, dass es ja Videos gibt, bei denen das Ganze noch ausgemalt wird, will ich gar nicht wissen, wie lange man da drüber sitzt. Das ist jetzt aber wiederum jetzt nicht meine Stärke. Vielleicht versuche ich es irgendwann auch mal in die Richtung. Aber mir liegt das Schwarz-Weiß-Zeichnen mit Schattierung und so eher. Gut, okay, so viel dazu. Ich werde auf meiner Facebook-Seite auch irgendwann in der nächsten Zeit mal wieder eine Umfrage starten, was denn die Fans als nächstes gerne sehen möchten. Zur Auswahl stand ja unabhängig jetzt von Deadpool noch Thanos, Hawkeye, Smaug und Captain America. Vielleicht wird es auch was ganz anderes. Ich lasse mich da gerne überraschen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da und einen Kommentar oder sonstiges, wie ihr gerade Lust habt. Und ich melde mich für heute ab, wünsche euch noch einen schönen Feiertag und ein langes Wochenende. Ciao, euer Basti vom Kinoblog. Bye, bye.